Diese Klänge kennt doch wohl jeder. Die Jüngeren aus dem Kinofilm Der Schuh des Manitou, die Älteren aus dem TV-Klassiker Der dritte Mann. Es ist aber nicht nur die Melodie, die dieses Stück so bekannt machte. Der hohe Wiedererkennungswert liegt vor allem in dem unverwechselbaren Klang des Instruments begründet, mit dem dieses Stück traditionellerweise gespielt wird. Die Zither, Symbol der altbayerischen Gemütlichkeit und alpenländischen Idylle, deren Vorgänger, und das verwundert nicht, bereits die antiken Griechen kannten. Nicht mehr viele Menschen spielen heutzutage Zither und noch weniger Menschen wissen, wie man sie baut. Es gibt nur noch 13 Zitherbauer in Deutschland und einer davon ist Andreas Spohn aus Surberg bei Traunstein. Seine Kunden beherrschen ihr Instrument zumeist sehr gut und geben dafür in der Regel auch viel Geld aus. Der Bau einer einzelnen Zither nimmt in etwa 120 Arbeitsstunden in Anspruch. Das und die extrem hochwertigen Hölzer machen die Zither zu einem relativ kostspieligen, aber auch exklusiven Instrument. Also das Holz, was da so liegt, das sind mit Sicherheit mehrere 10.000 Euro. Davon kann man ausgehen. Und je älter das ist, desto mehr wird es wert. Also das war jetzt so ein Achtel, oder gut, so circa ein Achtel von einem Baum. Das ist jetzt aufgeschnitten wie ein Tortenstückel. Und wie gesagt, das Wichtigste beim Tonholz ist, dass die Jahresringe senkrecht stehen. Und das funktioniert nur, wenn der Schnitt so erfolgt. Dann habe ich hier stehende Jahresringe. Und wenn ich jetzt so ein Dreieck rausschneide, dann kann ich hier sehr viele Bretter rausschneiden, die zwar immer kürzer werden, aber die haben immer stehende Jahresringe. Und insofern ist es dann Tonholz. Also bin jetzt da gerade dabei, bei der Zither die Randeinlagen bündig zu putzen mit der Ziegelinge. Ich muss jetzt nochmal kurz scharf machen. So. Da ist jetzt ein ganz kleiner, feiner Grat drauf und der ist jetzt wie eine Hobelschneide. Das heißt, da kann ich jetzt sauber drüber ziehen und kann dann die Randeinlagen so ganz langsam abarbeiten. Ich muss natürlich aufpassen, weil das ist bloß ein Furnier, dass ich da nicht zu viel arbeite, nicht dass ich das Furnier durcharbeite. Als Instrumentenbauer braucht man vor allem eines: viel Geduld. Diese sogenannte Rosette beispielsweise hat Spohn früher noch von Hand geschnitzt. Heute erledigt das eine CNC-Fräse. Dennoch steckt viel zusätzliche Handarbeit darin. Jedes Instrument ist ein Unikat, denn es wird speziell auf den Kunden zugeschnitten. Jeder eignet sich für diesen Beruf und nicht jeder bringt die nötigen Voraussetzungen mit. Er darf ja nicht hudeln, also es ist eher, sage ich mal, eine ruhige Arbeit. Also man kann jetzt da nicht schnell da irgendwas machen, sondern man muss sich wirklich auf was konzentrieren. Er braucht ein bisschen ein Gespür fürs Holz, er braucht gute Ohren, weil wenn ich ein Instrument baue, dann ist zumindest bei mir so, dass der Kunde kommt, ja, ich hätte gern dieses Modell, es soll aber so und so klingen. Das heißt also, ich suche jedes einzelne Bauteil, was in das Instrument reinkommt, das nehme ich, klopfe es ab, höre mir an, wie das Stückel Holz klingt und stelle die dann zusammen. Das heißt also, wenn er nicht gut hört, also sprich Disco geschädigt ist, dann wird er da nicht recht weit kommen. Als Instrumentenbauer hat man es heute nicht mehr leicht. Billiggitarren aus China haben den Markt längst erobert. Nur noch professionelle Berufsmusiker lassen sich ihre Saiteninstrumente selber bauen. Mit der Produktion von Zithern hat Spohn gewissermaßen eine Nische gefunden. Der Markt für diese Zupfinstrumente ist zu klein und darum werden sie nicht in Massen hergestellt. Qualität statt Quantität ist die Devise. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied, wenn ich meinen Anzug von der Stange kaufe und wenn ich mir ein Maß schneiden lasse? Er passt halt einfach. Ob Harfen, Luftresonanz, Quint, Alt- oder Basszither, die Liebe zum Detail und die leidenschaftliche Sorgfalt, mit der Andreas Spohn sein seltenes Handwerk ausführt, machen seine Instrumente zu klangvollen Schmuckstücken, die inzwischen weltweit bekannt und beliebt sind. Musik.
Ach ja, und um eines nicht zu vergessen. Ja, die Zither lässt die Frauenherzen immer höher schlagen. Das stellen wir immer wieder fest.